Auf jeden Fall habe ich mir da so gedacht, was ist das, weil naja, das ist halt schon richtig, richtig unlogisch. Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einer neuen Folge Unlogische Dinge in GTA 5 Online. Denn ihr wisst es ja, GTA 5 ist ein sehr realistisches Spiel, zumindest in den meisten Hinsichten. Und es gibt halt trotzdem die ein oder andere Sache, die Rockstar Games nicht so logisch gelungen ist, sag ich einfach mal. Und deswegen gibt's heute wieder eine weitere Folge Unlogische Dinge in GTA 5. Auf alle Fälle hoffe ich natürlich, ich habe die letzte Folge schon geguckt. Falls ich's nicht vergesse, werde ich euch die auf jeden Fall im Laufe des Videos hier nochmal verlinken und sonst, wenn ich es vergesse, schaut einfach auf dem Kanal vorbei, weil da werdet ihr die finden. Und apropos Kanal, wenn ihr neu hier seid, könnt ihr mich gerne abonnieren für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online und bevor ich jetzt nochmal Zeit verliere, würde ich sagen, lass uns mal mit den unlogischen Dingen spezial heute anfangen, denn heute gibt es nicht allgemein unlogische Dinge, nein, heute gibt es unlogische Dinge über die Avenger. Ja, die Avenger haben wir mit dem Doomsday Heist DLC damals am 12. Dezember 2017 bekommen. Ist an sich auch ein, ja, ziemlich nices Gefährt, ist nämlich ein Helikopter und gleichzeitig ein Flugzeug, denn es kann wie die Hydra Antriebe, sag ich jetzt einfach mal, ändern. Die kann halt nämlich entweder auf der Stelle fliegen, als Helikopter landen und starten, ganz easy, oder halt als Flugzeug geradeaus fliegen, wie das halt Flugzeuge können. Und das ist eigentlich eine ziemlich nice Sache an der Avenger. Zudem hat sie ja noch richtig nice Bewaffnung. Man kann hinten ein Auto reinstellen, man kann Waffen tunen, man hat, eine ganze Lobbyplatz hinten drin, das heißt, man kriegt eine ganze GTA-Lobby in die Avenger rein und trotzdem gibt es halt, vier Punkte an der Zahl, die ein bisschen unlogisch sind und ich fange jetzt mal mit der Nummer 1 an, denn das fängt schon bei der Cut-Sequenz für die Basis an. Ihr seht es gerade im Hintergrund, wir fliegen mit der Avenger zur Basis und dann geht die Cut-Sequenz los und auf dieser riesigen Plattform fahren wir runter in unsere Basis und da können wir schon erkennen, boah, da hatten wir ja richtig Glück, dass das noch passt, denn die Avenger passt so gerade auf diese Plattform von der Basis, die halt runterfährt. Bis jetzt natürlich alles okay. Ich meine, natürlich, es war ein bisschen knapp, aber die Avenger kommt schon nach unten. So, wenn wir jetzt aber unten in der Basis angekommen sind, die Cut-Sequenz vorbei ist und die Avenger uns anschauen, dann sehen wir links und rechts, da passt es irgendwie nicht. Ihr seht es gerade im Hintergrund. Das passt wirklich nicht. Der Abstand zwischen den beiden Flügeln, also die Flügelspannweite, ist leider zu groß. Das bedeutet, sie kommt zwar rein, aber sie würde nicht mehr rauskommen. Also in Wirklichkeit ist das Dach der Basis zu schmal für die Avenger. Das bedeutet, es ist komplett unlogisch, dass die Avenger von dieser Plattform nach hinten fahren konnte, weil ja, ihr seht es, diese Stangen im Weg sind. Und da kann halt die Avenger eigentlich überhaupt nicht rauskommen. Das bedeutet, die Avenger kann unmöglich an dem Standort stehen, wo sie immer steht. Auf der Nummer 2 haben wir mal hinten die Einrichtung der Avenger. Die ist ja, wie gesagt, ziemlich groß. Auto kriegt man rein, Waffentuninglager kriegt man rein, eine ganze Lobby kann rein und auch noch Platz für Bewaffnung ist. Aber wenn wir uns dann mal die Avenger an sich angucken, so wie sie rumsteht und dann mit einem kleinen Mod am PC mal durch die Avenger durchschauen, also einfach durch die Texturen durch, als wenn da keine Kollisionsabfrage wäre, dann sehen wir, wow, dieser Einrichtung hinten in der Avenger, die ist gar nicht in echt da, denn in Wirklichkeit ist da einfach nur eine ziemlich schlechte, dunkle, ja, eigentlich nur ein ziemlich dunkler Raum, wo tatsächlich überhaupt keine Einrichtung drin ist und auch dieser eigentliche Raum ist viel zu klein. Ich zeig's ja gerade im Hintergrund, ich fahre da mit einem Fahrzeug rein und ja, in die Avenger passen in Wirklichkeit nur um die zwei Fahrzeuge und die stehen da dann auch nicht wirklich bequem drin und dann ist die Avenger in Wirklichkeit schon voll. So, jetzt sehen wir aber gerade im Hintergrund die wirklich Einrichtung der Avenger, also die, die man halt betreten kann. Und dann sehen wir, wow, da passen ja ohne Probleme drei Fahrzeuge rein. Das heißt, die Einrichtung, die wirkliche Einrichtung ist in Wirklichkeit viel länger, als es in echt die Avenger vorgibt. Das bedeutet, das ist auch wieder eine komplett unrealistische Größeneinheit. Und auch bei der Einrichtung, die wir sehen, haben wir noch neben dem Deluxe so links und rechts eine ganze Menge Platz. Das heißt, da kann man auch hergehen. Aber ihr habt es ja gerade davor gesehen, wenn wir einfach in die Avenger reinfahren würden, ohne die Einrichtung zu benutzen, dann hat man
man da gar nicht wirklich noch Platz links und rechts am Deluxe so herzugehen. Das bedeutet, das ist auch so eine Sache. Rockstar Games ist ein ziemlich nices Flugzeug, / Helikopter, ist auch eine wirklich schöne Einrichtung, aber das nächste Mal vielleicht ein bisschen mehr auf die Größenverhältnisse achten, weil ja, das ist eigentlich schon so ein bisschen peinlich, dass das eigentlich niemals in echt funktionieren würde. Dann auf der Nummer 3 haben wir mal die Einrichtung der Avenger an sich, denn wir haben ja halt, wie gesagt, hinten diese Einrichtung, wo das Fahrzeug rein kann, wo die Waffen sind und so weiter. Und diese Einrichtung ist in Wirklichkeit gar nicht in der Avenger drin. Das bedeutet, die Avenger, die wir haben, die wir in GTA Online kaufen können, die hat wirklich nur Platz für 2 Piloten. Der ganze Rest ist überhaupt nicht in dieser Avenger drin, denn ja, das ist einfach nur der Helikopter. Wenn wir dann nämlich hinten in den Raum gehen, dann kennt ihr das ja vielleicht, gibt es diese Übergangsanimation. Wenn man als Pilot drin sitzt, den Autopiloten aktiviert, dann steht man ja auf, geht da hinten rein und man sieht dann diese Kameraansicht mit diesem schwarz-weißen Ding von der Überwachungskamera halt. Und ja, das ist nicht tatsächlich dafür da, diese kleine Cut-Sequenz, damit man einfach wirklich hinten in den Raum reingeht, weil wir haben es ja schon gesehen, da ist in Wirklichkeit gar nichts drin. Nein, diese Animation ist einfach nur dafür da, dass das Spiel die Einrichtung laden kann, weil das braucht ja auch eine kleine Ladezeit und um die einfach ein bisschen zu überbrücken, gibt es halt diese Cut-Sequenz. Das bedeutet, es sieht ja so aus, als wenn unser Charakter wirklich aufsteht und nach hinten geht, aber das macht er wirklich gar nicht. In Wirklichkeit sitzen wir da drin und wenn wir dann hinten in den Raum gehen, dann verschwindet der Charakter einfach. Der despawnt dann einfach, wird dann in der Zwischenzeit in die wirkliche Einrichtung reingespawnt, die ist irgendwo unter der Map versteckt und ja, das bedeutet, man geht wirklich gar nicht nach hinten, was ich persönlich eigentlich ein bisschen doof finde, weil ja, ich würde das eigentlich feiern, wenn man als Pilot ohne so eine Cut-Sequenz einfach nach hinten gehen kann, wie das zum Beispiel in Just Cause 3, glaube ich, der Fall war. Da konnte man einfach aufstehen und dann nach hinten reingehen, das bedeutet, da war auch die wirkliche Einrichtung im Flugzeug drin und in GTA ist das halt ein bisschen anders gelöst, ist aber auch wieder so eine Sache, Rockstar Games, ein bisschen unlogisch. Also ich meine, wenn ich jetzt im Flugzeug sitze, weil ich in Urlaub fliege, dann sitze ich ja nicht auch irgendwo woanders und das Flugzeug ist nur dafür da, dass es toll aussieht. Also wisst ihr, was ich meine? Das vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen besser macht. Ja, und der vierte Punkt, der letzte, das ist tatsächlich was, das ist mit das Unlogischste. Das ist etwas, was ich ganz aus freien Stücken letztens selber entdeckt habe, als ich nämlich für die PS4 ein bisschen Hintergrundmaterial aufgenommen habe. Da haben wir mal ein bisschen Spaß mit der Avenger gehabt, sind da mit dem Deluxe so drauf gelandet und ja, haben dann ein paar coole Fotos gemacht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall haben wir dann so ein bisschen die Avenger vergewaltigt, sage ich jetzt einfach mal. Also vielleicht hat doch der eine oder andere eine Rakete drauf geschossen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Okay, ich war's, Entschuldigung, ich habe das gemacht. Nein, auf jeden Fall mussten wir dann tatsächlich entdecken, dass die Avenger erstmal ziemlich viel aushält an Raketen. Ist bis jetzt ja auch nichts Unlogisches oder so, kann ja ruhig sein, dass das wirklich ein gepanzertes Flugzeug ist und die deswegen das aushält. Also wie gesagt, ne, kann ja schon der Fall sein, aber tatsächlich, wenn der Rotor anfängt zu rauchen und wenn er dann tatsächlich stillsteht, weil er einfach kaputt ist, würde man ja eigentlich in Wirklichkeit abstürzen, weil dann herrscht einfach ein Ungleichgewicht und man hat nicht mehr genügend Auftrieb und das Ding wird einfach abstürzen und alle wären tot. Aber irgendwie in GTA, ich weiß auch nicht warum, da gilt die Physik nicht. Denn wenn da ein Rotor ausfällt und noch der andere dreht, dann merkt man das gar nicht. Die Avenger fliegt einfach richtig gerade weiter, als wenn nichts passiert wäre. Auf jeden Fall habe ich mir da so gedacht, was ist das? Weil, naja, das ist halt schon richtig, richtig unlogisch. Der Cargo Bob war das zum Beispiel, der hat ja auch 2 Rotoren. Wenn da ein Rotor kaputt ist, dann fängt er auch an zu taumeln und stürzt ab. Ist ja auch realistisch, aber die Avenger hat das nicht. Also das ist halt wirklich so eine Sache, das ist ja eigentlich schon traurig. Wenn man im Flugzeugmodus ist, dann merkt man das, weil dann stürzt man ab. Aber im Helikoptermodus merkt man das halt wirklich nicht. Und das ist so eine Sache, tatsächlich stört mich das ein bisschen. Natürlich, man kann jetzt sagen, warum? Du hast doch da voll den Vorteil durch, dass du nicht abstürzt. Ja, das stimmt schon, aber irgendwie, das macht keinen Spaß. Also wenn du da drin sitzt und siehst so, yo, cool, ein Rotor dreht sich noch, der andere, der steht, weiß ich nicht. Das macht das Spiel irgendwie so ein bisschen kaputt, aber naja, gut. Aber wie immer gilt natürlich bei diesem Video, ich möchte hiermit keinen angreifen, ich möchte nicht sagen, Rockstar Games, ihr Hurensöhne, ihr könnt gar nichts. Auf keinen Fall, das ist nicht so gemeint. Versteht das nicht falsch, Leute. Das ist einfach nur so ein paar Dinge, die einem halt auffallen und die halt so ein bisschen unlogisch betrachtet sind. Aber ich sag's in jedem Video mit unlogischen Dingen immer wieder. Ich meine, es ist ja auch irgendwo ein Stück weit ganz richtig, dass wir unlogische Dinge haben. Weil wenn GTA 5 komplett logisch wäre, dann wäre es wie das echte Leben und dann müssen wir das Spiel nicht spielen, weil dann könnt ihr auch rausgehen und da einfach die ganzen Sachen machen. Von daher finde ich es voll okay, wenn wir da jetzt so ein paar unlogische Dinge haben. Aber ich dachte mir, hey, die waren trotzdem relativ lustig und deswegen zeige ich euch sie trotzdem. Na gut, aber das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wenn du noch ein paar unlogische Dinge in GTA hast, die du vielleicht einfach so durch Zufall entdeckt hast, dann schreib sie mir doch auf jeden Fall mal in die Kommentare mit dem Hashtag Team Slack und vielleicht mache ich dann ja mal eine komplette Community-Folge. Das bedeutet nur mit euren Kommentaren. Die würden dann im Video auch immer eingeblendet werden. Also wenn ihr das machen wollt, schreibt auf jeden Fall mit dem Hashtag FragSlack in die Kommentare.
Kommentare, damit ich die Kommentare super schnell finde und sie dann auch ins spätere Video einbauen kann. Aber gut, das war's jetzt auch mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, kannst du mir natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar. Und bis wir uns jetzt also wiedersehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.